haben gerade gar keinen Kohlenstoff mehr da. Auf dem Schiff nicht. Wir brauchen Kohlenstoff, weil wir sind so viele Freaks. Das ist schlecht. Gucken wir kurz mal hier. Hallo? Temperatur stabilisiert sich. Plutonium, 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 Plutonium. Finde ich gut. Geht's hier raus? Oh ja, da sogar. Da ist auch noch was. Schön. Was haben wir da Feines? Neue Technologie entdeckt, drücke im Inventar zu öffnen. Plasmawerfer. Okay, cool. Okay, ich muss dann aber einstellungstechnisch ein bisschen was ändern. Galaktischen Markt, das kann man hier zugreifen. Aha. Terminal-Sequenz, Login Boogie, zu Fuß, Gegenstände verkaufen. Genau, können wir ein bisschen was loswerden. Die Perle zum Beispiel, die ist jetzt nicht so der Hit. Das würde ich jetzt gerne aufbewahren. Ich habe gecheckt, wie es funktioniert. Plutonium würde ich gerne behalten. Ich habe gerade mein fünftes Wort gelernt. Ich bin, glaube ich, zwischen bei 8 oder 10. Kaufen. Was gibt's hier denn Feines? Energie. Ein praktisches und optimiertes Energiespeicher kommt in verschiedenen Waffen- und Lebenshaltungssystemen zum Einsatz. Einfach herstellen aus gewöhnlichen Isotopen, häufig zu finden in zylindrischen Metallbehältern. Energiekanister, sorgt für die Exo und Raumschiffe, es kommt in verschiedenen, okay. Instabiles Plasma. Mikrogewebe, Platin, warum das Plasma hier? Ah, für den Plasmawerfer, okay, Schlossvagant. Was haben wir sonst noch? Das Aluminium, Terum. Eine leichte Metalllegierung mit dem äußeren Rand der Galaxie gehandelt wird. Sie wird häufig im inneren Handelsshuttles verarbeitet, um ihr Gewicht für den Abflug von Planeten mit hoher Schwerkraft zu reduzieren. Ah, okay. Ne, das sagt mir gerade nichts so Interessantes dabei hier. Ja, ja. Da kommen wir nicht lang. Guthabenstransfer überprüfen. Ah, cool. Haben 1051 Units bekommen. Jetzt reden wir doch mal... Oh, was haben wir da? Nix. Doch mal mit dem Herrn hier. Interface. So. Korvax, Vikino. Okay. Der freundliche Begrüßung der elektronischen Lebensform verlangsamt sich plötzlich. Sie zapft ihre persönlichen Daten an, während sie die Lichter im Gesicht weiten und die internen Systeme abstürzen. Datenflüsse zeigen, wie sich die Energie langsam dem Ende neigt. Die Lebensform sieht mich um Hilfe bittend an und zeigt mit einer einzigen langsamen und verzweifelten Bewegung auf meinen gesammelten Ressourcen. Wir haben gerade nichts davon. Die Massenlichter der Initiate erlöschen. Eine erfrischende elektronische Lebensform wird in die Metallhülle heruntergefahren. Kontakt. Ich brauche jetzt mal Kohlenstoff. Ich will gerne was abbauen, aber ich jetzt was abbaue, dann kommen die Freaks wieder und kacken mich an. So, Aliens getroffen, 2 Stück. Ja, ich weiß, danke. Kannst du mir mal sehen, was ich abbaue? Oh, Loot. Frachtbox neutral, Kohlenstoff. Wie? Ja, sprich, Fosi. Wir können aber gerne dann später noch Dings zocken, wenn du Bock hast. Ja, können wir machen. Passt doch. Die Ablose ist immer ganz nett. Ja, doch. Ich bin gerade hier nur noch ein bisschen... Kurz was gucken. Noch ein bisschen aufrüsten, dass ich das nächste Mal nicht so... Arm dran stehe, brauche Kohlenstoff. Soll Biom nass. Welche Normalflorafil, Fauna abundant. Undant. Was ist abundant für ein Wort? Weiß ich nicht. Okay. So, komm mal her, mein Freund. Hä, ich hab doch Kohlenstoff dabei. Achso, Schildblatt. Hä, wo kommt die jetzt her? What the fuck ist das bitte für ein Vieh? Alter, ist das riesig. Okay. Unterwürfig. Und Typ ist radikal. Heilung wird. Nee, braucht nichts davon.
Okay, ja, Posey, dann mal viel Spaß, ne? Ich hab Angst. Weil die sind jetzt weg. 3,14, aber ist ein blöder Weg. So. Ich habe nicht einen Monolith gefunden, da möchte ich jetzt hin, dann lerne ich wieder ein bisschen mehr von denen ihrer Sprache. Ich kann. Es ist übel, echt. Nee, landen bitte. Landebereich nicht frei. Ja, dann hier. Geht doch, danke. Ich habe gedacht, da sucht ich selber einen Landeplatz, weil die Technologie ja so fortschreitet. Ja, genau, jetzt muss ich noch einen Kilometer laufen oder was? Ach. Arsch, du. Echt, komm mal her, du. Ach, du bist voll? Okay, dann ist ja recht. Ach stimmt, das lädt sich jetzt glaube ich automatisch wieder auf. Was denn? Meine Sachen, die ich hier habe. Was für Sachen denn? Die Ressourcen, also das Schiff selber lädt sich wieder automatisch auf, wenn die Sachen leer gehen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, weil aktuell hat es das verbraucht und jetzt habe ich gerade nachgeschaut, es war wieder voll. Und es ruckelt. Nee, also wir spielen gleich was anderes. Ich will noch kurz den Monolithen holen, speichern und ich werde es dann morgen mit Bandicam aufnehmen. Beziehungsweise übermorgen. Nee, nee, Posey, das hat jetzt gar nichts mit dem Server zu tun, weil die Aufnahme laggt. Das ist das Problem und ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit irgendwo laggige Aufnahmen haben, da habe ich keinen Bock drauf. Ich dachte, geht zum Spiel auch. Nee, das Spiel selber läuft mega flüssig, die Aufnahme ist gerade die rumkackt. So, hintergehen wir noch kurz damit. Was passiert jetzt? Ich fühle mich schwach, als ergriffe etwas in meinem Geist besitzt, auf meiner Haut wachsen Pusteln, blähen sich auf und platzen. Ich fühle mich zahllos, ich fühle den zahllosen Nadelstiche durch jedes sich öffnende Loch. Plötzlich klettern Metallspinnen, vielleicht kleine Wächter, meine Schultern hinauf und in meinen Helmvisier. Kann das real sein? Das kann nicht real sein. Ich fange an zu schreien. Helm abnehmen und die kleinen Metallspinnen wegkratzen, Waffe abfeuern. Abwarten. Die Halluzination lässt nach, ich habe eine Art Test bestanden. Eine Belohnung materialisiert sich. Okay. Ganz sehen bei den Kovacs hat sich verbessert. Sehr schön! Läuft bei uns, Digga. Kovacs-Gehäuse. Okay, kann man verkaufen. Metallische Hülle einer toten elektronischen Lebensform, die zu weit von ihrer Art entfernt war, um von einer neuen Wesen in Besitz genommen zu werden. Sie erzielt bei allen Spezies einen hohen Preis. Cool. Sehr schön. Ne, also, dann laufe ich zurück zum Schiff. Speicher. Okay. 10 Worte gelernt, sehr schön. 3 Sterne habe ich jetzt bei denen. Bin mal gespannt, welches Maximum erreiche. Ja, das ruckelt dann dauernd beim Aufnehmen. Also, das möchte ich auch den Leuten auf YouTube jetzt nicht mehr antun. Da geht da echt das Flair verloren beim Zuschauen schon. So, steigen wir kurz ein. Steigen aus, dann hat er gespeichert, der gute Herr. So, und dann nehmen wir ein andermal wieder auf. Wenn es vielleicht nicht mehr so arg ruckelt. Ich hoffe, mit Bandicam geht's besser. Bis dahin und tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich willkommen zurück am Stück bei No Man's Sky. So, ja, es gab ein paar kleine Hardware-Probleme an sich. Jetzt kurz vorab eine kleine Info, wie ihr Frame-Drops vermeiden könnt. Habe ich von GameStar die Info aus dem YouTube-Kanal und zwar drückt ihr Escape. Geht auf Optionen, beendet das Spiel, nein, beendet das Spiel nicht, war ein Spaß. Ihr geht auf Grafik und stellt die Frames auf maximale FPS. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert. Und ihr seht, ich habe alles komplett hochgeschraubt, läuft mega flüssig. Nehmen wir einen Taskmanager auf, der entspannt sein Leben. Also von daher passt ja alles. Wir werden demnächst auch mal warpen. Ich möchte allerdings noch ein, zwei Sachen entdecken, weil dort waren wir ja schon. Was ich jetzt noch gerne hätte, wäre das da. Unterschlupf in 25 Minuten Entfernung zu Fuß.
Mit dem Schiff geht das Ganze natürlich ein Stück klein schneller. So. Und dann möchte ich natürlich noch schauen, dass wir unsere Sachen etwas abgegradet bekommen. Und so an sich, ja, es macht mega Spaß. Ich werde schauen, dass ich jetzt zukünftig ein bisschen entspannter das irgendwie guck, ein bisschen mehr Ordnung reinbringen. Hat mir selber nicht ganz so arg gefallen, muss ich auch zugeben. Ja, so viel kurz dazu. Ich habe immer noch gelegentlich ein paar Drops, aber ich denke, es ist verschmerzbar. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es nicht mehr so ruckeln wird wie mit OBS. Da entschuldige ich es bitte. Zumal habe ich jetzt noch vor, aktuell 40 Minuten Parts zu machen, da wir unendlich viele Kunden im Grunde. Also, ja, wir brauchen die Zeit definitiv. Das Markieren des Boosts. Impulsantrieb offline, planetare Störungen. Könnten wir hervorrufen, wahrscheinlich. 40 Minuten Parts auf jeden Fall zu machen, weil wir entdecken so viel. Wir werden auch viele Kunden. Ich möchte nicht von Planet zu Planet rushen. Ich möchte mir das Ganze entspannt anschauen. So. Zum Einleiten der Landung E drücken. Habe ich getan. Machen wir eine saubere Landung. Und ich möchte auch mal schauen, dass wir den Planeten vielleicht auf 100% entdecken. Wer weiß, weil da drüben habe ich gerade gesehen, gibt es wieder was. War doch gerade ein Fragezeichen. Ach, Taschenlampe mit Tee. Genau, haben wir auch noch, falls es nachts dunkel wird. Auch hier wieder. Schön. Dich haben wir aber, ne? Genau. Dich? Analyse läuft. Haben wir noch nicht. Neue Entdeckung. Sehr schön. Achso, wartet. Müssen wir das Escape drücken in dem Fall. Und wir laden hoch. Haben wir getan. Haben ein bisschen Geld daran verdient. Der Planet selber heißt natürlich Steelbuggy. Haben wir den nicht Steelbuggy genannt an den Planeten? Irgendwas haben wir doch Steelbuggy genannt. Eigentlich den Planeten. Aber nun ja. Ach, den haben wir noch gar nicht ganz hochgeladen. System Reykjavik. Gib den Entdeckungsnamen ein. Steelbuggy System. So. Und das Laden der Planet selber. Weiß ich auch, wie man nennt. Das wird jetzt unser Planeten. Gibt es ja weniger Geld, aber ist egal. Bugianius. Hört sich komisch an, aber ist egal. So. Weil man es nicht umbenennen, kriegt man mehr Kohle dafür. Nur mal so. So, Option, Grafik, Entdeckung. 77% abgeschlossen auf dem Planeten. Sehr schön. Gut, wir gehen auf jeden Fall jetzt hier rein. Brauchen hier noch ein Modul. Das basteln wir uns kurz. Die Materialien haben wir ja dafür. Achso, warte, ich dachte gerade. Oh, und das müssen wir noch handeln, ne? Nur mal so. So, E bauen. Das da. Dankeschön. Ich hätte gern nochmal einen Monolith, wenn er danach sucht. Vielleicht finden wir hier was. Sehr schön, da drüben hat er nämlich. Weil ich würde nicht gerne die Sprache vollends lernen. Mich mit denen auch richtig unterhalten zu können. Und die Sachen zu bauen, bedarf es ja keiner großer Kunst oder arg viel. Reisemeilenstein schon wieder erreicht. Was haben wir diesmal? 100.000. Ach, Geldmacher. Ah. Oh, okay. Danke. Dankeschön. Was haben wir hier drin? Wieder ein Modul. Neue Technologie entdeckt. Blitzwerfermagazin Sigma. Demolitionskapazität des Blitzwerfers wird erhöht. Das erhöhte Ionenreservoir ermöglicht es dem Nutzer, eine Abfolge zerstörerischer Schüsse abzugeben, ohne dass früh nachgeladen werden muss. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Multiwerkzeug des Inventars. Mikrodichtes Gewebe braucht man dafür. Wisst ihr was? Das bauen wir uns kurz. Mikrodichtes Gewebe. Kann man machen. Achso, nee. Nochmal mikrodichtes Gewebe. Multifunktionswerkzeug. Müssen wir es jetzt nicht bauen? Ich verstehe das manchmal nicht ganz. Irgendwie bin ich zu blöd oder? Keine Ahnung. Funktioniert automatisch.
Außerirdische Artefaktentdeckung, sprachörtliche außerirdische Spezies verfügbar. Sehr schön. Haben wir zwei mikrodichtes Gewebe? Können wir das zumindest stacken? Wäre schön. Geht das? Nein, es geht nicht. Eins von eins. Leitfähiges Mehrzweckmaterial. Warum können wir das jetzt nicht stacken? Und warum können das eine funktionieren automatisch? Müssen wir da erst ein Schiff gehen? Um das zu bauen? Nee, vom Schiff sein. Wäre zumindest möglich. Logisch. Die Space Police müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht hier auf den Sack geht. So. Zerlegen, zerlegen, Sigma. Exo-Anzug. Technologie installieren. Alle Technologien. Irgendwie haben wir aber da nichts. Kann das sein? Ich meine, ich hätte es auf G gelegt. Ich muss mal kurz ins Optionsmenü rein. Das will gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Steuerung. Reduktion, Taschenlampe. Granaten werfen, das beschleunigen. Feuerungs. Finde ich jetzt doof, weil ich habe nämlich meine mittlere Maus, also funktioniert nicht. Das finde ich jetzt bescheuert. Das ist nicht mein Problem, was ich habe. Keine Technologie verfügbar, yay. Raumschiff. Aha. Eisen können wir noch einlagern, falls wir es am Start hätten. Ne, haben wir aber nicht. Genau. Ja, ist okay. Ist okay. Gut, wir gehen jetzt mal hier rein. Oh, was haben wir hier? Hat der Radwehr gesprochen? Ja, hallöchen. Guten Tag. Sie sind der Herr. Arus, Korvax, Kevin, Epicamium, bitte, Monogor, bitte. Ich erschrecke die elektronische Lebensform bei ihrer Arbeit, sie begrüßt mich höflich. Auf einen Blick meines Blitzwerfers vibriert sie vor Angst, die Stimme der Entität zittert. Ihre Maske wird zu einem einzigen roten Licht. Sie will ohne Zweifel sofort zurück an ihre Forschungsarbeit, hat aber zu viel Angst, den Blick von mir abzuwenden. Je mehr ich sie beruhigen möchte, desto ängstlicher wird die arme Gestalt. Die Lebensform in Ruhe lassen oder nachdrücklich auf friedliche Absicht hinweisen? Ich würde sie lieber in Ruhe lassen. Die unsichtbaren Aufseher der Lebensform bedanken sich für meine Diplomatie. Neue Technologie bekommen. Okay, die Feuerrate der Protonenkanone wird erhöht. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Raumschiff Inventar des Nutzers. Okay. Aktivieren. Da müssen wir wahrscheinlich erst beim Schiff sein, ne? Ich verstehe das noch nicht ganz. Also mit Technologie ist mir alles noch ein bisschen fremd und noch nicht ganz verständlich, warum das. Oder müssen wir hier jetzt ein über Dingenschip benötigt? Das können wir ja herstellen. E-Kurz, alles. So. Interagieren, Raumschiff rufen. Ah, okay, das ist dann das. Okay. Ich würde aber gern dann dahin gehen. Zu Fuß ist es wie lang? 3,45. Weißt du was? Da fliegen wir jetzt hin. Das ist immer so faul. Kostet zwar wieder Ressourcen, aber wir haben ja erstmal soweit gut, eigentlich. Was ich dann noch vorhätte, wäre natürlich die Sachen abzugraden. Dass wir mehr landen und starten können und so, ne? Okay, das ist da unten. Können wir landen? Eine Sequenz wird eingeleitet. Ja, aber bitte so, dass ich auch wieder dran komme an mein Schiff. Okay, was haben wir gerade am Start? Die Knarre, jetzt das hier. Gut. Ziel erreicht. Korvax-Tafel. Grelles Licht bricht aus der antiken Markierung hervor. Es umschließt mich und taucht mein Verstand in Erinnerung und Stimme der Korvax-Echos. Die Träume der Nation, die hier einst ihre Götter angebetet haben, werden die meinen.
Die Atlas-Schnittstelle treiben alleine durch die endlosen Leere. Sie sind still. Sie sind unverständliche Fragmente eines uralten Ganzen. Doch formt ihr Abdruck im Raum und Zeit unsere Existenz. Sie sind die Gleichung und das Leben ist die Antwort. Durch die Monolithen verleihen sie ihre grenzenlosen Bedeutung und unser eigenen Einverständnis. Um Hilfe bei der Sprache bitten. Ja, bitte. Mein Wissen über die Korvax-Konvergenz erhöht sich. Das Korvax-Wort für hoch gelernt. Ah. Drüben haben wir auch noch was. 1,56. Eisenoxid. Haben wir hier sehr viel. Können wir irgendwas scannen? Oh, tatsächlich. Neuentdeckung Buella im Inilarum. Was auch immer das sein soll. Da haben wir auch noch eine Pflanze. Quarzit, neu entdeckt. Temperatur stabilisiert sich. Finde ich gut. Auch nochmal eine Analyse. Das ist krass, wie viel wir hier entdecken können. Haben wir schon. Haben wir hier oben vielleicht irgendwas? Temperatur stabilisiert sich. Ja, ja, entspann dich. Hatten wir da gerade Eisenoxid, okay, ich dachte gerade, das war Gold. Ja, 75% ziemlich niedrig, meine Dame. Das ist einiges. Neue Entdeckung. Ah, der Baum. Sehr schön. Isotop Kohlenstoff. Wartet mal kurz. Möchten wir doch gerade mal alles hochladen. So, sehr schön. Es fehlt nicht mehr viel in den Einträgen und wir haben es bald. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. So, unser Jetpack ist natürlich auch toll. Lädt sich immer automatisch auf. So, ein paar Schubs geben. Jetzt mal wieder oben. Haben wir schon. Und die haben wir auch schon. Gut. Unser Schiff hängt natürlich wieder halber mit der Düse da drin, aber ist ja nicht tragisch. So, da vorne hatten wir noch was, ne? 2 Minuten Fußweg. Haben wir hier sonst noch irgendwo was gerade? In der näheren Umgebung? Ich glaube nicht. Dann fliegen wir doch mal darüber. So. Abheben. 50% noch. Ankunft Unterschlumpf. Sage ich immer. Unterschlupf heißt es aber. Landesequenz eingeleitet. Genau. Dankeschön. Da vorne haben wir noch irgendwelche Sachen stehen. Wartet mal. Was haben wir denn da Feines? Ja, schau mal einer an. Oh, bist du neu? Jep, du bist neu. Neuentdeckung Amesia Lamentia. Frachtabwurf. Isotop, nichts gefunden. Schade. Vielleicht Plutonium. Dich haben wir. Jep, dich haben wir. Sollten euch 40 Minuten Folgen noch kurz etwas zu lang sein, entweder schaut es auf zweimal, wenn es euch nicht stört, oder gebt mir Bescheid, dann können wir vielleicht eine halbe Stunde Parts machen, da habe ich keinen Stress mit. Da bin ich recht entspannt. Müsst ihr es nur sagen, okay? Also, write's in the comments. Tribut an Matripo Info. Die seltsame Steinmarkierung teilt die Weisheit der Korvax-Echos mit jenen, die es wünschen. Der Dialekt ist mir unbekannt, auch irgendwie kann ich der Geschichte jenes folgen, die ihr einst gebeten haben. Die Korvax-Echos erzählen von einer längst vergangenen Zeit, als die Atlas-Monolithen die Zivilisation des äußeren Randes aufweckten. Ihre Existenz erfüllt sie mit einer wahren Wissensgier. Seit diesen Anfängen entstanden Reiche, Sprachen und schwiegen wieder. Eine Ewigkeit, die man nicht messen kann. Ja, bitte. Um die Hilfe der Sprache. Mein Wissen mit Korvax-Konvergenz wächst. Du hast Korvax-Wort für Zeit gelernt. Okay, cool. Also es bedarf viel Zeit, die Sprache zu kennenzulernen. Und ich vermute mal, noch mehr Zeit, einige Sprachen zu kennen. Kann man dich nicht analysieren? Ne, bist ein blöder Wachbot, ne? Wir sollten noch raus den Hyperantrieb aktivieren, dass wir lernen, wie man Sachen herstellt, ne? Also Warp-Energie und so weiter. So, Feuer bitte. So, jetzt müssen wir unsere Schubdüse mal aufladen. Mit Plutonium. Dankeschön.
Was haben wir denn da? Waren wir da nicht schon? Lässt die Wände machen. Da war die Tafel, das haben wir ja schon. Ich finde es schade, dass wir keine Dings haben. Keine Karte für den Planeten hier. Was ist denn da explodiert? Ankunftsdepot? Aber ich meine, da wäre schon gewesen, was wir entdeckt haben. Ich finde es einfach so krass, wie unendlich groß die Planeten hier sind. Gefühlt vor allem. Und es sind ja gerade mal einer von 18 Trillionen oder Trilliarden, wie auch immer. Ich glaube, da waren wir jetzt aber noch nicht. Oh, nein, da scheinen wir noch nicht gewesen zu sein. Bitte landen. Dankeschön. Unentdeckt. Ja, das lässt sich ändern. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Sehr schön. Brauchen wir dazu einen Chip. Den bauen wir uns kurz. Achso, ja, nicht so buggy. So. Ja, danke schön. Monolith. Ah, da drüben haben wir noch einen. Außerirdisches Artefakt. Okay, dann lass uns mal kurz hier reingehen. Was haben wir hier jetzt wieder? Neue Technologie entdeckt, drücke im Inventar. Strahlenkühlsystem, Metal Sigma. Iridium braucht man dafür. Der Bergbauschau wurde massiv, um die Zeit zwischen Abklingzeit zu verlängern, ermöglicht das Nutzen, Bergbauvorgang bei erheblich reduzierter Hitze und mit weniger Unterbrechungen durchzuführen. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Multi-Werkzeug-Inventar des Nutzers. Ja, das ist mein Problem. Ich kann es halt nicht zerlegen. Ich kann es nicht zerlegen, weil das ist doch scheiße. Ich kann es einfach nicht zerlegen. Gut, dann ist hier zur Bedienung F gedrückt halten. Ja, so, ja, so rum, dann C. Ja, ich kann es nicht zerlegen und ich kann es nicht umstellen von der Einstellung her. Oh Gott, jetzt brauche ich noch eine andere Maus mal. Mann! Naja, das heißt jetzt, ich muss am Montag zum Arzt gehen, mir eine neue Maus kaufen. Ist super. Speichern! Haben noch was. So, halt. Frachtwurf. Nichts gefunden, nichts gefunden. Was bist du? Atlas Pass V1 benötigt. Herrgott, verdammt. Energiekanister entdeckt. Da drüben, wer ist denn das weg? Nur die 57, wisst ihr was? Da laufen wir jetzt mal hin. So, sehr gut. Jetzt sind wir sauber runtergekommen. Zurückfinden tun wir ja auch wieder. Ressourcen haben wir genügend dabei, ansonsten können wir ja noch parallel ein bisschen was abbauen. Ich finde es mit dem Chatpack eine relativ coole Sache, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und natürlich müssen wir da noch den Monolith entdecken. Oh, warte mal, haben wir dich schon? Ja, dich haben wir schon. So, das Platin nehmen wir mal mit. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Positionen, wo wir dann unsere, unsere Inventar vergrößern können für ein bisschen Geld. Vielleicht für ein paar Units. Komm, renn mal wieder, kleiner Freund. So. Ein bisschen hoch hier, weil jetzt sind wir noch weg. Ach, 39 Sekunden. Naja, da haben wir es ja gleich. Was? Dich haben wir bestimmt noch nicht analysiert. Doch, haben wir schon. Du gibst Kohlenstoff raus, okay. Ach, der kleine Süße, den haben wir ja schon, ne? Sein Friend haben wir auch, das ist gut. Hier scheinen wir ansonsten alles zu haben. Okay. Analyse läuft, das hatten wir noch nicht. Neu entdeckt, Gugredi Might. Ich bin auch
Was ich mich noch ein bisschen in Frage stelle, ob die Namen auch zufallsgeneriert sind. Da haben wir nix. Lauf mal. Hopp, hopp. Wollen wir einen Ankommen halt noch. So. Wegpunkt interagieren. Ich bin gespannt, was uns das gebracht hat. Unterschlupf entdeckt. Okay. Tafel. Hatten wir die schon? 4,25. Wir gucken mal, dass wir durch die Höhle hier durchkommen. Was bist du eigentlich? Gold? Lalala. Und jetzt schnell weg. Nicht, dass noch jemand uns auf die Schliche kommt. Falls ihr euch fragt, was da für rotes Zeug rumfliegt, ich wüsste es auch gerne. Erst mit dem Warp-Antrieb machen wir noch. Kein Stress jetzt, Spiel. Wir sind ja ganz cool und chillig am Decken, aber ich glaube, das hatten wir definitiv noch nicht. Terraform können wir jetzt, wie es aussieht, noch nicht. Ich würde gerne da drüben hin, aber da ist irgendwas, was wir noch nicht entdeckt haben. Zumindest wurde das hier gerade so angezeigt, da drüben. So, wo ist es denn? Ja, ja. Gib mal das Zink her, das brauchen wir nämlich. So Anzug wieder aufzufüllen. Ach, da drüben. Okay. Sind wir früher bei dir, ne? Der Tafel, wie lange brauchen wir bis zum Schiff? Eins, okay. Brauchen wir länger. Ankunft Tafel. Question ist, ob wir das entdeckt haben. An den wird es ja angezeigt. Oder auch nicht? Ich hätte gedacht, das wird angezeigt, dass wir es schon entdeckt hatten. Ankunft, Unterschlupf, ja, genau. Wow. So. Gibt's hier irgendwas Neues? Oh, da oben liegt was. Was haben wir denn da? Eine unendlich große Welt. Ich bin immer noch... Echt? Lässt sich ändern. Gold können wir ablegen. Was ist denn damit? Schildsplitter, sehr schön. Was geht denn hier leer? Du gehst leer. Dann benutzen wir noch gerade den hier. Sorgt für eine effiziente Energiespeicherung in den Inventaren des Exosanzugs des Raumschiffes. Oh, und des Raumschiffs. Kommt in verschiedenen Waffen lebenslang zum Einsatz. Ja, die Kohlenfasern. Müssen wir da hingehen. Müssen gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Kohle zusammenkriegen. Dass wir auch unseren Anzug, sei es unser Raumschiff, das Inventar vergrößert, kriegen, also somit ein neues bekommen. Zip. Jo, das ist okay. Ach, okay, der hebt immer eine Weile und sagt, deswegen werden wir schon stabilisiert, sie war dann fritzt er kurz ein. Dann aktiviert er sich halt einfach. Und schützt uns somit wieder. Okay, finde ich gut. Kohlenstoff können wir kurz ein bisschen was abbauen. Echt jetzt? Was ist das? Diese Gerätschaft wird von Korvax benutzt, um historische und kulturelle Informationen zu speichern. Wegen und Stapeln. Ausrangieren. Zerstört nicht benötigte Ressourcen. Ich kann es aber nicht kaputt machen. Oh
Oh, ist doch scheiße. Ich brauche mal eine andere Maus kaufen. Mann! Weißt du, was man gelootet hat, zerstört man nicht. So, wir können aber eins jetzt mal kurz machen. Ich habe noch was ins Inventar. Was war da gerade so angezeigt? Iridium haben wir hier noch. Plutonium. Geht auch nicht. Kohlenstoff kann man auch nicht übertragen. Ist auch nicht. Gut, hätte ich gesagt gehabt, dann gehen wir noch kurz da drüben hin. 2,25, da fliegen wir jetzt aber kurz. So, dann hoch mit uns. Landen verbrauche zum Glück keine Energie, bin ich sehr froh drüber. Kleines Segment eingeleitet. Ach so, es ist, ich hätte weiterfliegen sollen, verdammt. Wiederholungspunkt gespeichert. Angriff in 20 Sekunden. 16, 15, 14, 10, 11, 9. Ganz ruhig, Kleiner, ich tue euch nichts. Ziel erreicht. Okay. Geflüster dringt aus den scharfen Kanten des Artefakts und erzählt die Träume und Erinnerungen des Korvax-Echos in meiner Muttersprache nach. Die Atlas-Schnittstelle erwartet die Ankunft Reisender, jener, die das Ende des Universums durch sein Herz suchen würden. Innerhalb der Unendlichkeit der Zeit ist ihre Ankunft unwahrscheinlich. Ihr Potenzial könnte keine Grenzen kennen. Eine Dimension unter Billionen wird sie empfangen. Ja, bitte? Dein Wissen über die Korvax-Konvergenz wächst. Du hast das Korvax-Wort für verängstigt gelernt. Die Einzelne bei den Korvax hat sich verbessert. Ja, langsam sind wir eigentlich richtige dicke Bros, ne? Wenn es so weitergeht. Space gedrückt halten, ja, das wissen wir doch. Inzwischen wissen wir das. Komm her, mein Kleiner. Guck mal, jetzt mag er uns. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist okay. Ja, gell? Oh, kleiner Vogel, du. Da drüben ist ein Schatz. Okay, wenn kein Zeichen gezeigt wird, sollte man gleich da sein. Hoffe ich. Ja, Frachterwurf. Faszinierende Perle. Okay, wir gehen zum Schiff zurück, müssen Material verkaufen, definitiv. Ja, was, mein Kleiner? Ja, was, mein kleiner Puppe? Ja, was? Suchst du was? Suchst du was für mich? Ja, gell? Ja, komm mal. Jetzt gehen wir erstmal raus, mein Kleiner. Ich komme demnächst wieder, ne? Ich vergesse es nicht, ist ja unser Planet immerhin. So. Impulsantrieb funktioniert nicht. Jetzt aber. So, das war die Handelsstation hier, ne? Alter, mach mal langsam. Ist ja übel. Oh. Wo ist das? Okay, Heimatplanet und so Geschichten. Passt. Ich hoffe, wir müssen jetzt keine Schlacht schlagen. Überantrieb wieder. Danke. So, ab rein da mit uns. Ankunft in 5, 4, 3, 2, 1. Können wir ein bisschen Material verkaufen. Vielleicht kriegen wir sogar Kohle zusammen, dass wir ein Raumschiff kaufen können, ein größeres. Wäre geil. Wobei, das eine war bei 420.000 Units, sagt man, das ist viel. Geht eigentlich vom Verhältnis her, muss man sagen, ne? Ist gar nicht so krass, mal. Jum. Jum. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Dankeschön. Ich glaube, ja, da kommen demnächst welche. Ansonsten gehen wir kurz zu unserem Freund hier hoch. Ah, das war jetzt aber nix, Boogie. So, perfekt. Können wir schon einen Weg sparen. Hallo, ich bin's. So, dann tun wir mal handeln hier. Gegenständen aus den Inventaren verkaufen. Inventaren, das sagst du richtig. Ja, das kann weg. Das wird schlecht verkauft. Das auch. Schildsplitter können wir einverkaufen. Haben wir nichts dabei. Boah, Schildblech. Wird Kohle geben. Zink.
Plutonium. Das würde ich ja noch verkaufen.